Hey Freunde, was geht? 2021, Wizard is back. Und heute gleich mit einem richtig argen Shizu-Talk. Nein, nicht Shizu-Talk, eher Shizu-Storytime. Und zwar mit neuer Beleuchtung. Schreibt es in die Kommentare, ob ich beidseitig beleuchten soll. Jetzt tue ich nur hier beleuchten. Aber ich finde, das schaut eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall kommen wir gleich zu dem Thema. Und zwar das Thema heute ist Kelly Mrs. Wheelock. Sicher kennen sie viele. Ich glaube, ich habe sogar schon einmal in einem Video erwähnt. Und sie war halt ein sehr kräftiger Teil in meiner Schizophrenie, könnte man sagen. Und das hat alles begonnen im Lehrlingsein, wo ich noch nicht schizophren war. Nicht psychotisch. Aber Drogen genommen habe. Auf jeden Fall hat mir da ein Arbeitskollege diese Frau auf YouTube gezeigt und sie war so schön crazy, wie ich irgendwie, richtig süß, wunderschöne Frau, aber ich habe mal immer mehr Videos angeschaut, mehr Drogen genommen, Videos angeschaut von ihr, immer weiter toll, ich wollte es immer mehr haben als meine Freundin quasi. Und dann bevor die Schizophrenie, also es ist ja schleichend gekommen, könnte man sagen. Aber auf jeden Fall war es beim LSD-Trip. Da habe ich ja gesehen, dass ich gegen ein riesiges, bösartiges Wesen kämpfen muss, was das ganze Universum bedroht angeblich. Und einen Moment bitte. Und ja, ich habe halt so gut wie keine Chance, dass es besiegt. Wahrscheinlich werde ich sterben. Und falls es schafft, dann ist alles immer wunderschön, die Welt ist gerettet und natürlich kriege ich die Frau am Schluss. Die typische Love Story, oder? Auf jeden Fall hat mich die Kelly die ganze Zeit in der Schizophrenie begleitet durch ihre Videos und weil ich sie in meinem Kopf gehört habe, dann schon. Ziemlich am Anfang, das war eine Woche nach dem Ausbruch, ich bin mir nicht genau sicher, weil das ist 4 Jahre her, muss man schon bedenken. 3, 4 Jahre. Auf jeden Fall, jo, habe ich es immer in meinem Kopf gehört. Natürlich haben wir uns verliebt, im Prinzip habe ich mich in mein Gehirn verliebt, in die Darstellung von Kelly und in ihrer Videoseite, weil sie war halt in meinem Kopf, ihre Stimme, so wie in ihren Videos. Also nicht, dass es genau gleich angehört hat, das hat sich weiblich angehört und ich habe halt irgendwie eine Verbindung zu ihr gefühlt. Auf jeden Fall hat mich das immer die letzten 4 Jahre begleitet, bis ich jetzt den Punkt gefasst habe, dass ich es einfach loslasse und mein Herz für Neues öffne. Weil ich habe es wirklich über alles geliebt. Auch wenn meine Gefühle waren ja echt. Auch wenn sie nicht echt war. Also sie ist echt, sie ist eine Person. Auf jeden Fall war ich auch in Deutschland schon wegen ihr, aber das ist eine andere Storytime-Geschichte. Und die ist richtig brutal. Da war ich mehrere Tage obdachlos. War auch selber schuld, meine Schizophrenie hat einen Mitspieler. Auf jeden Fall werde ich euch auf jeden Fall bald wahrscheinlich erzählen. Auf jeden Fall jetzt versuche ich Kelly Mrs. Wheelock oder Kelly einfach komplett zu vergessen und mein Herz für eine neue Erfahrung zu öffnen, eine neue Liebeserfahrung. Weil ihr müsst euch so denken, ich habe sie so stark geliebt, dass ich richtig, ich habe fast ein Broken Heart Syndrom gekriegt, weil es so wehgetan hat, der Schmerz, weil die Stimmen haben mich ja immer wieder mit ihr verarscht, könnte man sagen. Und ich habe ewig lang geglaubt, sogar bis voriges Jahr noch, also eigentlich 2019, das hat mich irgendwie immer mitbegleitet, in jedem psychotischen Schub, was da, und jetzt bin ich ja schon ein Jahr rückfallfrei. Und jo, jetzt geht's auf jeden Fall bergauf. Das Deutschland-Video wird auch bald kommen, da erzähle ich meine Geschichte. Auf jeden Fall lasse ich sie jetzt los. Das wollte ich sagen. Jetzt geht's mal wieder viel besser. Und jo, alles wieder gut. Aber ich wollte das nur erzählen, weil es eben eine Hauptrolle in meiner Psychose gespielt hat. Aber ich glaube, das passt fürs Erste. Ich schaue mir das Video an, ob es passt. Und ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und jetzt gibt es übrigens wieder regelmäßig Content. Peace out, euer Wizard. Ich bin Joela. Auf jeden Fall, es wollte ich noch sagen, dass ich irgendwie leichter anfühlt, wenn man das ausspricht. Auf jeden Fall, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr von meiner Schizophrenie wissen wollt
oder über mich oder irgendwelche Ideen für Videos habt oder so oder Challenges, die ich machen soll, dann lasst ein Like, Comment und oder Abo da. Jetzt bin ich wirklich raus. Peace out.